Also, wie kannst du die Polarisation zum Beispiel beim Gitternetz bestimmen? Entweder mit dem Magnetringlein, ferromagnetischen Keramikring auf dem linken Ast oder mit Pendel. Auch mental. Ich habe auch oft den Ring irgendwie nicht dabei oder sonst wo. Du kannst es natürlich auch mental abfragen, wenn du dich darauf trainierst, wenn du oft genug geguckt hast, was rechts und links, natürlich geht's auch mental. Seien wir ehrlich, die Idee am Anfang von einer magnetisierten Route über ein Stäbchen in der Lächerantenne hin zu einem Magneten an einer Plastikrute und schließlich einem Ring, das nur noch über, weiß nicht, ich weiß, also ja, wie viel Mentalebene ist da noch oder schon wieder drin? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist egal, weil dieses Ringlein einen Euro kostet oder so. Da sagt sie, scheiß drauf, ist doch egal, dann ist es halt mental. Dann ist es halt ein mentales Konstrukt und eine Hilfe. Das ist ja okay. Aber ich sage nur, es geht natürlich auch ohne. Also eben mit Pendel oder eben einfach mit Ja-Nein-Abfrage, indem du dich wirklich, wie sich rechtsdrehend anfühlt, so du ein Gefühl inzwischen entwickelt hast, wie es sich rechtsdrehend im Verhältnis zu links ist, kannst du natürlich genauso drüber gehen und schauen, ob da ein Routenausschlag kommt. Es geht schon. Jeder Mensch empfindet es anders, was rechts und links drehend macht, körperlich. Die Körpersprache ist immer individuell. Die Frage, ob also linksdrehend jetzt im radiästhetischen Sinne nach Schneiderschule, sage ich mal, um das sehr vorsichtig auszudrücken, ob linksdrehend gleichzeitig sozusagen etwas in die Erde holt und rechtsdrehend heraus, das wäre eine philosophische Frage, die man beobachten müsste und wäre wieder jede Menge Forschungsbedarf, ob das wirklich so ist. Allein aufgrund deiner Wahrnehmung, also wenn das bei dir so ist, kannst du das so nutzen. Punkt, das ist klar. Aber das zu verallgemeinern, wäre ich sehr vorsichtig, weil einfach die Körpersprache sehr individuell ist. Ja, manche Leute fühlen sich einfach auf Linksdrehenden, wenn sie sich also länger, eine Minute, zwei, drei drauf aufhalten, geschwächt und auf einer Rechtsdrehenden gestärkt. Ja. Und wenn er zu lange auf einer Rechtsdrehenden ist, werden sie hibbelig und zittrig. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche kriegen tendenziell Kopfschmerzen oder so. Jein, ich sage nur, du musst aufpassen, das nicht in einen Topf zu werfen. Es ist so, ich weiß noch, bei Reinhard Schneider habe ich das erste Mal so Polpunkte gemacht. Da ist natürlich, auch radiästhetisch, jetzt so nach Ding, ist der abladende Wittmannsche Polpunkt ist Lächerwert 6,3 linksdrehend. Der aufladende Wittmannsche Polpunkt ist 5,8 rechtsdrehend. Also ja, da hast du das. Jetzt kommt der Stefan Brönne und sagt, ich glaube aber, im Grunde ist es sowas wie Marco Bogatschniks Atmungszentren, nur in klein. Was er halt sehr großräumig, und da ist so ein Atmungspunkt und da. Ja, weil, warum sage ich das? Weil ich mit Marco zusammengearbeitet habe in Ausbildung und dort Grifflängen gezogen habe. Und da war es halt genauso. Die Einatmungszentren ziehen praktisch aus dem Umfeld, wenn du so willst, Energie ab und sind in diesem Sinne, also ist das die 6,3 und die Ausatmung, pusten was raus sozusagen aus der Erde. Ja, und das ist eben dann das Aufladende, wenn du so willst. Ja, ich sehe es also aus der ätherischen Perspektive. Jetzt sind das aber zwei Ebenen. Ich wäre bloß vorsichtig zu sagen, dass das immer so ist. Das gilt jetzt für mich, für Atmungszentren und Polpunkte. Ob das auch für ein, sagen wir, Gitternetzkreuz, Diagonalgitter, also Curry-Gitternetzkreuz, linksdrehend gilt, weiß ich nicht. Ob das wirklich etwas in die Erde zieht, ätherisch.
Hatte ich bisher nicht den Eindruck, aber also nochmal, auch da, es ist übrigens wie immer, es ist nichts anderes in der Radiästhesie, nichts anderes wie in sonstigen Wissenschaften. Absolut nicht. Es ist sind bestimmte Schulen da, bestimmte Haltungen. Es gibt dominierende Schulen, die gar nicht so sehr aufgrund, wie viele Radiästheten in dem Fall sind da beteiligt, sondern vielleicht auch, wie viel PR machen die, wie stark sind sie jetzt heutzutage im Netz aktiv. Da merkst du einfach, naja, Waldbrunn, Waldkatzenbach, das ist der Hartmann-Kreis, um den wird es langsam still. Ganz einfach. Ja, das ist, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, eine Altherrenriege, ja, die haben eine Überalterung zu kämpfen. Und die hatten ihren Peak, ich weiß es jetzt nicht, in den 70er Jahren oder irgendwie sowas, ja. Und um die wird es einfach still. Natürlich wird den Verein weiterhin geben. Also wird er nicht mehr so dominant mit seiner Haltung und Schulung das Gesamtfeld beeinflussen. Und es ist wie in der Wissenschaft. Und dann geht es darum, was akzeptiert die Masse, der Mainstream in der Radiästhesie als gegeben oder nicht gegeben. Du kannst ja nicht alles wirklich, wir können nicht alles immer komplett hinterfragen und bei Null anfangen. Es geht ja nicht. Ja, dann müsstest du wirklich der Allround-Experte in Astronomie und Biophysik und was weiß ich sein. Bestimmte Dinge muss man sagen, ja, das haben andere so herausgefunden und das nehme ich als gegeben hin. Aber in dem Moment, wo du das tust, das musste man auch bewusst sein, hinterfragst du es nicht mehr. Und dann sagst du einfach, so ist das halt, obwohl du es selber nie überprüft hast. Ja? Und da muss man sagen, jetzt bezogen auf die Radiästhesie, wenn man genau hinschaut, ist dieses Feld gigantisch groß, das nicht angeguckt wird. Ja? Also ich sage jetzt nur Beispiele, knall dir aus dem Kopf. Was sind Gitternetze eigentlich? Es gibt widerstreitende Hypothesen, was das überhaupt ist. Ja, ich habe natürlich meine Meinung dazu, aber das heißt ja nicht, dass die Brönnle-Meinung richtig ist. So, wie verhalten sich Gitternetze? Die sind ja, ich sage mal, erstmal ideal. Typischerweise sind die ja regelmäßig so. Wie verhält sich das hin zu den Polen? Werden die Gitternetze an den Polen enger, wie so ein Mandarinennetz, das du drüber ziehst, über die Mandarine, oder nicht? Wenn nicht, ja, wie verhält sich das? Wie kann das sein? Du machst ja immer so einen Ausschnitt, da machst du vielleicht, sagen wir mal 100 Quadratmeter und legst das aus. Okay, aber wie verhält sich das auf der Fläche von 20.000 Quadratkilometern? Immer ausgehend davon, dass die Erde, auch das müsstest du dann hinterfragen. Ja? Auch da gibt es widerstreitende Hypothesen. Ich weiß noch, der Mettler hat gesagt, nein, die bleiben immer gleich, aber sie würden sich an Bruchkanten, also Verwerfungslinien, wieder neu aufbauen. Und deswegen sind das kleine Abschnitte und innerhalb dieser kleinen Abschnitte sind die Gitternetze praktisch immer gleich groß. Fertig. Verändert sich auch zu den Polen nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ja, ich habe in Norwegen einen Radiästhesiekurs gegeben, da waren die auch so. Ich war in Irland und Nordirland, da waren sie auch so. Aber viel nördlicher habe ich nie Radiästhesie gemacht. Und wenn, dann wären die Gitternetze das Letzte, was ich untersuchen würde. Da käme es einfach vollkommen an. Da würde mich viel mehr interessieren, sind Zwerge in Island anders als in Deutschland? Würde mich viel mehr interessieren. Ja, so. Aber, verstehst du, da gibt vieles, was einfach so hingenommen wird oder was nicht hinterfragt, was du vielleicht auch gar nicht hinterfragen musst, weil du halt bei dir im Heimatraum tätig bist. Und wenn du da weißt, da sind die Gitternetze so groß, ist ja okay. Dann ist es eher eine philosophische Frage, wie ist denn das? Aber ja, ist das wirklich immer so, wie ich das behaupte, dass Gitternetze von der Polarisation immer abwechselnd links drehen? Natürlich ist es nicht immer so. Ja, ich weiß, dass es gerade in Innenräumen eben nicht immer so ist. Ich mache dafür verantwortlich bestimmte technische Strukturen, die das verändern. Auch das, man müsste es auf einer riesigen Fläche untersuchen, eine Statistik dazu machen.
Eben, dann gibt es immer andere Themen, die ich viel spannender finde. Das ist das Problem. Ja? Oder kein Problem, für mich nicht, aber ich meine nur. Deswegen, da ist vieles, vieles, vieles steht halt im Raum und es ist so. Und es wird halt nicht hinterfragt. Es gibt verschiedene Schulen und damit verschiedene Sichtweisen. Und du begegnest dir und hast plötzlich was ganz anderes. Eben auch, ich sage jetzt wieder mal sehr platt, rechtsdrehend ist gut, linksdrehend ist schlecht, so ungefähr. Es gibt kleinere Gruppen, die mir schon die das andersrum sehen. Ist so. Aber sorry, das ist ja in der Ernährungslehre auch nicht anders. Da hast du die Veganer kontra, was weiß ich, die heische Trennkostverehrer kontra vollwertige Ernährung, Vollkorn, kontra Steinzeit-Diät, kontra was es da alles gibt. Und jeder belegt dir mit irgendwelchen Studien, dass sein Ding das absolut Top-Ding ist. So müsste jeder. Oder Blutgruppen, Ernährung und was es alles gibt. Und das ist in der Geomantie und Radiesthesie einfach nicht anders. Die absolute Wahrheit meiner Ansicht nach, auch gilt für mich für die gesamte Wissenschaft, gibt es nicht. Nochmal, ich bin ja eigentlich gelernter Ökologe, ich habe mitgewirkt, also als Student damals, als Job bei, in einem Büro, der hat viele so Umweltverträglichkeitsstudien gemacht. Und da hat er einen Auftrag halt gekriegt, der sollte so eine Studie machen. Was ist denn die optimale Mähgeschichte für so Autobahndämme oder sowas, ja? Wann im Jahr soll gemäht werden und wie oft im Jahr soll gemäht werden? Ökologisch. Da habe ich einfach nur die Fachliteratur durchforstet. Was gibt es bereits? Die Fachzeitschriften, die Dings. Und das ist keine Aussage möglich. Keine Aussage möglich. Ja? Warum? Weil die Studien nicht vergleichbar sind. Weil der eine hat sich eine Laufkäferart angeguckt und der andere irgendwelche Pflanzen, die da wachsen. Und für diese Pflanze, ich sage jetzt mal, für ein Gänseblümchen ist das super, wenn du ganz oft mähst. Ist super, weil das verträgt das gut, das kommt einfach wieder. Das hat ja diese Rosette am Boden, die wird nicht mit abgenäht, da duckt sie sich unterweg. Ja? Und drumherum gibt es keine Lichtkonkurrenz von anderen Pflanzen. Wenn du jetzt also nur einmal im Jahr mähst, werden die Gänseblümchen weniger werden dort auf der Wiese. Weil sie einfach beschattet werden von anderen Pflanzen, die größer werden. Fertig. Gucke ich mir andere Pflanzen an, ist es anders. Und da es da keine Gemeinsamkeit gibt, kannst du die Studien, daraus keine Aussage treffen. Noch dazu steht da nicht, gerade bei so Autobahndämmen und sowas, ja, in welcher Himmelsrichtung lagen die denn? Also welche Seite war Sonnenseite, welche Seite, möglicherweise gibt es da Unterschiede. Vielleicht müsste man die eine Seite, die Nordseite, zu anderen Zeitpunkten mähen als die Südseite. Ja? So. Es ist, wow. Ja, und eben, sag mal, du sagst mehr Düngen, ja, eine Kalkmagerwiese oder so. Warum ist die ökologisch wertvoll? Sie ist nicht ökologisch wertvoller als eine fette Wiese. Sorry, ist sie nicht. Nur aus einer Perspektive, weil sie so selten geworden sind. Ja, und weil die Pflanzen, die das bevorzugen, halt so selten zu finden sind, also aus Naturschutzgründen, ist die zu bevorzugen. Aus ökologischer Sicht. Jeder hat ihr Ökosystem. Es ist nicht so artenreich, so eine fette, gedüngte Wiese. Okay, aber mein Gott. So, und jetzt wieder zurück aus der Ökologie raus. Radiästhesie, es ist genau dasselbe. Es kommt darauf an, welche Perspektiven hast du, welche Meinungen hast du, welches philosophische Weltbild hast du. Ja, es ist, ich hatte irgendeinen Vortrag, gab es in München mal, so ein Typ, der praktisch immer die Gitternetze gleich fürs ganze Haus entstört, wegnimmt, weg, mach sie tot. Und da musst du schon hinterfragen, ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll? Das hat nur die Perspektive, Gitternetze böse. Und ich habe einfach eine Haltung, wo ich sage, gut, was die Erde hervorbringt, kann grundsätzlich nicht böse sein.
Natürlich kann es für den Einzelnen unangenehm sein oder meinetwegen schädlich. Nehmen wir einen Wasserfall. Ja, der Wasserfall ist nicht böse, aber ich würde dir nicht raten, direkt unterm Wasserfall dein Bett zu aufzubauen. Aber deswegen ist ja der Wasserfall nicht schlecht. Ja, der kann ein super Klima erzeugen mit negativen Ionen oder so, wenn du da in einem Abstand von, was weiß ich, 200 Metern dein Häuschen hast. Dann sagst du, super cool. Also es sind Perspektiven, immer. Und da muss man sich durchfräsen und dann gibt es sicherlich für jemanden, der jetzt ein Crack ist, der in der Radiästhesie und jetzt das geteilt untersucht, sagt, was der Stefan damals da erzählt hat, also sehe ich komplett anders. Was für ein Bullshit. Ja. Also für mich, aber ist wiederum meine Haltung, gibt es keine endgültige Wahrheit. Es ist immer aus diesem Moment heraus, aus deiner Haltung, aus deiner Weltsicht. Ja. Und trotzdem sollten wir tun, also meine Hand, ja, kannst dich auch hinsetzen und sagen, eben jetzt mache ich lieber gar nichts mehr, weil ich kann ja so viel falsch machen. Ist richtig. Könnte man auch in der Ökologie wieder sagen, wir wissen, mein Prof hat das immer damals gesagt, wir wissen der Ökologie, wir wissen viel zu wenig. Der war hier bei diesem Rat der Weisen für die Bundesregierung, war er Mitglied und sagte immer, eigentlich wissen wir in der Ökologie noch gar nichts, wir wissen viel zu wenig und wir können eigentlich gar keine Aussage treffen. Und so jemand sitzt im Rat der Weisen für die Bundesregierung. Ja, muss sagen, okay, dann ist es halt Forschung um der Forschung willen. Aber es hat keinen Anwendungszweck. Also musst du irgendeine Aussage treffen. Und das ist halt auch da. Also ja, wenn du Geopathologe bist, also vorwiegend nur Bettplätze untersuchst, wirst du zu einer anderen Grundhaltung kommen, als wenn du Geomant bist und Erdheilung oder sowas machst oder Geomant bist und Plätze gestaltest. Plötzlich, also für mich sind Gitternetze extrem cool, weil ich, egal wo, habe ich Andockpunkte. Ist super. Aufladender, rechtsdrehender Curry-Gitternetz-Kreuzungspunkt finde ich, alle paar Meter kann ich andocken. Super. Ja, kann ich irgendeinen Baum draufstellen, kann ich sofort anfangen zu gestalten. Ist doch cool. Ja, und der andere will alle tot machen. Gibt meiner Ansicht nach leider keine endgültige Antwort. Außer, dass alles im Fluss ist. Aber das gilt neu. Gilt immer, es gilt nicht nur dort, es gilt immer. Alles, was du meinst, was aktueller Wissensstand ist, wird das geht ja momentan so rasant. Früher hätte man gesagt, in 100 oder 200 Jahren. Inzwischen sage ich, in 10 Jahren ist das wahrscheinlich überholt. Alles. Vollkommen, kannst jedes Dings nehmen. Ja? Ganz egal, ob das Medizin ist oder... Das wird in ein paar Jahren überholt sein. Wir sagen, was wir damals da... Gott. Da müssen wir mit umgehen einfach. Hilft nichts. Und trotzdem müssen wir ja irgendwas tun. Ja.